Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich glaube, ich bin viel zu kalt angezogen. Ich glaube, ich muss mir noch eine Weste drunter ziehen. Es hat gerade das erste Mal geschneit. Ich hasse es, aber es ist zum Glück jetzt nichts groß liegen geblieben, aber heute früh war auch so ein bisschen weiß. Aber nee, das ist nicht meine Jahreszeit. Ich habe da gar keinen Bock drauf, aber hilft ja nichts. Ich nehme euch jetzt mit durch den Tag heute. Und dann geht's morgen schon aufs Turnier. Ich habe jetzt doch schon mal einen Turniervlog geplant und wir machen einfach zwei Turniervlogs draus. Also habt ihr nächste Woche den zweiten Teil der Turnierwoche schon mal in Planung. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Das Paket, was ich euch im letzten Vlog schon zeigen wollte, steht immer noch hier. Jetzt brauche ich es aber definitiv. Packe ich dann gleich aus. Erstmal muss ich mich aber ein bisschen wärmer anziehen. Da seht ihr gerade noch Alex wegfahren. Ihm ist nämlich eingefallen, nachdem ich jetzt nochmal nachgefragt habe, dass wir verdusselt haben, die Winterreifen auf den Transporter zu ziehen, weil wir ihn ja jetzt einfach lange nicht gebraucht haben. Aber ihr wisst ja, dass es zum Turnier geht morgen. Ziemlich blöd. Ohne Winterreifen bei der Witterung. Deswegen haben wir jetzt Gott sei Dank hier bei der Werkstatt noch schnell das Ganze zwischenschieben können. Und die ziehen uns dann einmal schnell die Winterreifen drauf auf der Hebebühne und dann sind wir startklar für morgen. Deswegen bringen Alex und Conny den Transporter jetzt einmal weg. Dann können die das irgendwann am Tag machen, das ist mir egal. Ich muss jetzt nicht viel packen, planen und so weiter. Hauptsache ich hab den dann morgen zum Losfahren. Absoluter Lifesaver im Winter. Die habe ich noch vom letzten Winter, da hatte ich so viele bestellt. Die kann man sich hier einfach unten dran kleben und hat immer warme Füße. Egal was man für Schuhe anhat. Die sind einfach nur noch der Knaller. Ich fange jetzt gleich mit Maya an. Mit ihr werde ich auch morgen aufs Turnier fahren. Und dann habe ich die schon mal noch ein paar Sprünge gemacht, einfach so für die Rittigkeit nochmal ein Gefühl entwickelt. Ich baue mir auch gleich noch einmal ein bisschen um. Ich will einfach nochmal eine einzelne Kombination springen, weil ich die Sprünge doch noch stehen habe vom letzten Mal. Aber dann kann ich nämlich heute weg und Conny kann morgen früh die Halle ordentlich wässern, weil ich ja dann morgen hier erstmal nicht reite. Aber dann starten wir jetzt direkt. Mir wurde übrigens gesagt, man darf Maya nicht sagen, dass man aufs Turnier fährt. Deswegen erzählen wir ihr das einfach gar nicht. Die ist dann nämlich sonst sehr schnell mal mit einem kleinen dicken Bein irgendwie, kleinen Krankenschein dagestanden in der Vergangenheit. Und dann war es direkt auch wieder besser, aber man konnte halt nicht fahren. Deswegen erzählen wir ihr das nicht. Natürlich hat Maya diese Planke vorher noch nie in ihrem Leben gesehen. Macht erstmal einen kleinen Move, springt dann aber trotzdem brav drüber. Ja, ich habe mir so ein bisschen das zum Warmspringen hier genommen, den kleinen Steilsprung, dann auch gleich weiter am Ochser. Ich habe generell jetzt nicht viele Sprünge gemacht, wollte aber einfach nochmal so ein bisschen schön durcharbeiten. Sie ist ja ein richtiges Arbeitstier. Also ich habe noch keinen Tag erlebt, wo sie keine Lust hat auf Arbeiten. Das ist natürlich super, dementsprechend darf man sowas aber auch nicht überstrapazieren. Sie ist manchmal ein bisschen übermotiviert, aber nichtsdestotrotz soll sie ja schön konzentriert bei der Aufgabe bleiben. Aber deswegen nur noch mal hier so ein paar kleine einzelne Sprünge und Linien und gar nicht jetzt viel hoch, weit und nochmal Parcours oder sonst was. Und genauso habe ich auch nochmal ein paar Wohlfühlsprünge mit Sedi machen wollen. Den kennt ihr bisher noch nicht, den seht ihr jetzt hier das erste Mal richtig unterm Sattel. Den Hengst habe ich jetzt auch am Samstag, wenn ihr den Vlog seht, das erste Mal jetzt mit zum Turnier und bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Es ist ein wirklich tolles Pferd, da muss erstmal viel Grundlagenarbeit wieder ran, aber an sich bringt er eigentlich alles mit, was man sich wünscht. Er ist auch ein ganz, ganz braver. Deswegen hatte ich ihn ja auch überhaupt aufgenommen, sonst hätte ich das nicht gemacht. Ihr seht, er hat an sich sehr viel Kraft am Sprung, aber so die Kraftverteilung, nenne ich es jetzt einfach mal, der ganze Sprungablauf und so weiter, das ist noch eine Sache, wo man dran arbeiten muss, dass er einfach einen
sinnigeren Sprungablauf hinlegt. Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll. Aber erstmal geht es in erster Linie für ihn darum, Spaß an der ganzen Sache zu haben und das Ganze einfach so locker flockig mitzunehmen. Und deswegen wollte ich vor dem ersten Turnier nochmal so ein paar lockere Sprünge gemacht haben, einfach um Spaß zu haben. Mit Hansi, dem neuen Pferd, werde ich auch noch ein paar Sprünge machen. Ich glaube, auch das einzige Pferd heute, war vielleicht Cassano noch mal ein paar, werde ich mir dann noch überlegen. Und hier unter dem Sprung habt ihr vorhin schon bei Maya gesehen, das sind die Balance Pads eigentlich, die wir dann aber so als kleine Grabimitation ganz gerne nehmen. Da brauche ich nämlich nicht immer den großen rausholen und für die jungen Pferde ist das natürlich erstmal schöner, langsam rangeführt zu werden, als gleich so ein riesen Ding liegen zu haben. Die Reitzähne sehen jetzt vielleicht ein bisschen unspektakulär aus, aber ich möchte es euch trotzdem gerne zeigen, um auch mal so eine Grundlagenarbeit mitzuzeigen. Hansi soll sich ja lernen, besser zu bewegen und seinen Körper einfach mehr zu nutzen. Und vor allem so der Schub aus der Hinterhand ist jetzt erstmal das A und O im täglichen Training. Und für seine Verhältnisse ist das jetzt schon richtig schwungvoller Trab. Und da kommt schon hinten erstmal so ein bisschen was aus der Hinterhand. Und das wird von Tag zu Tag auch leichter, das leichter rauszureiten. Das vorne die ganze Schulterpartie und so weiter auch noch weiter geöffnet werden muss und auch die Hinterhand noch mehr untertreten muss, ist klar. Aber ihr habt gesehen, dass ich das hier gerade vor allem mit Übergängen ganz viel erarbeite. Einerseits wie jetzt hier Schritt-Trab-Übergänge, andererseits auch Trab anhalten und aus dem Anhalten wieder richtig fleißig antraben lassen, dass wirklich so dieser Schwung von hinten direkt rangetreten wird. Und das setzt er ganz, ganz toll um. Okay, ich habe mich doch spontan gegen Springen entschieden. Wir haben heute nämlich sehr schön am Trab arbeiten können. Also das ist bei ihm auch einfach so ein allgemeines Ziel in der Zeit, wenn er hier ist, dass er einfach ja, so ein bisschen mehr durch den Körper sich bewegen lernt und seinen Körper zu benutzen und kräftiger wird im ganzen Ablauf und so weiter. Und der Trab ist heute schon so viel besser geworden. Also das wird auch Stück für Stück immer besser. Am Anfang ist er immer noch so fest und stark sich, aber wird dann schnell beweglicher an allem. Also da ist natürlich noch viel Luft nach oben, aber das fühlt sich schon viel, viel besser an. Und es macht Spaß, dass er auch so schnell das Ganze umsetzen lernt und möchte. Deswegen haben wir daran jetzt heute viel gearbeitet und auf die Sprünge verzichtet. Das ist jetzt auch überhaupt nicht schlimm, jeden Tag so ein bisschen spontan zu entscheiden. Ist ja auch wichtig, was fühlt sich mit dem Pferd gerade gut an, was vielleicht nicht, wo legt man den Schwerpunkt drauf. Da sollte man sich nicht zu verkrampfen dabei. Also natürlich immer so ein Tagesziel setzen, das ist natürlich sinnvoll und richtig, aber eben immer flexibel bleiben. Wir haben Mittag gegessen. Ja, das sind hier meine Notizen von der Monday-Motivation. Und ich muss einmal kurz hier umziehen aus dem Büro. Komm auch, mein Kleiner. Weil Alex hat jetzt parallel auch einen Call und ich auch. Und ich muss aber nebenbei auch konzentriert schreiben. Deswegen habe ich mich jetzt einmal hierhin verzogen. Die Tage sind noch einige Pakete angekommen von Sachen, die ich für den Winter jetzt so ein bisschen bestellt habe. Nicht nur Pferdesachen, sondern auch Klamotten für mich, weil ich gerade so polytechnisch ziemlich schlecht aufgestellt war. Und ich weiß nicht, ob ihr den Online-Shop kennt, aber für mich war er neu und zwar Chiquelle. Falls der Shop für euch auch neu ist und ihr gerne mal stöbern wollt und vielleicht auch noch so ein bisschen Wintersachen braucht, habe ich euch hier einen 20% Code mit hingeschrieben und ich zeige euch jetzt einmal die einzelnen Teile, die ich mir bestellt habe. Das erste ist hier so ein bisschen oversized geschnitten, grau. Generell sind alles sehr basic Farben, weil ich mag Farben jetzt nicht so gerne, liebe alles ganz schlicht, dass man das alles miteinander kombinieren kann. Habe jetzt einfach hier eine dunkle Jeans mit dazu angezogen und kann man dann natürlich verschieden tragen. In dem Online-Shop war das sogar auch mit einem kurzen Rock kombiniert. Fand ich auch sehr schön, weil es halt so ein bisschen länger geschnitten ist. Hier jetzt nochmal die Variante mit kurzem Rock und ich habe einmal hier Overknees dazu kombiniert, weil die auch so ein grobes Strickmuster haben. Und finde ich eigentlich richtig, richtig cool. Ach, und Versand ging super schnell bei mir. Ich habe 2 oder 3 Tage gewartet. Länger auf keinen Fall. Das ging wirklich richtig flott. Dann habe ich ja immer so einen Cardigan. Also entweder man trägt den so, der ist ja ein bisschen cropped, seht ihr, geschlossen.
wie so ein Pulli, aber kann man natürlich auch hier aufmachen und dann einfach ein ganz normales Top drunter ziehen, weil so schlichte Jacken-Cardigans haben mir echt gefehlt. Dann habe ich hier so ein ganzes schlichtes, ja, cremeweißes Top, so langärmlich. Aber das Coole daran, hier könnt ihr einmal die Längsmusterung sehen. Und das Coole sind hier die Ärmel, die so ein bisschen ausgestellt sind, also ein bisschen besonders gemacht sind, dass es nicht so ganz 0815 ist, sondern hat irgendwie, ja, was Besonderes. Ja, ich weiß jetzt nicht so ganz wintertypisch, aber hier mit Overknees kombiniert, finde ich, geht das auch voll für den Winter klar. So ein ganz schlichtes Kleid, ist jetzt natürlich nicht super ordentlich, weil ich es gerade ausgepackt habe und noch nicht gebügelt habe, aber mit einer schicken Handtasche, so ein bisschen Crossbody, sieht das dann auch echt schick aus. Und dann auch noch in so einer ganz schlichten beigen Farbe, die man zu allem kombinieren kann, habe ich mir eigentlich hier noch diesen Trenchcoat bestellt. Der ist auch sehr lang geschnitten. Allerdings ist der mir ein bisschen zu groß. Sehr schade. Also kann man hier alles zuknöpfen und kann man auch hier mit einem Knopf nochmal nach innen zumachen. Und man hat hier so was zum Binden, aber trotzdem, der ist mir leider ein bisschen zu groß. Also ich muss sagen, gerade so die Strickware finde ich richtig cool. Ich hatte auch noch einen anderen weißen Pulli im Auge, der war aber gerade leider nicht lieferbar. Aber das ist so muckelig warm und richtig weich, angenehm. Es kratzt überhaupt nichts auf der Haut von den Sachen, die ich jetzt hier bestellt habe. Also wie gesagt, nutzt den Code. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, könnt ihr 20% sparen. Und ich werfe mich jetzt wieder in Reizsachen und packe das alles weg, weil sonst liegt das hier noch ewig rum. Schon ein bisschen gruselig, dass ich mir jetzt schon Licht an der Halle anmachen muss, aber sonst wird es gleich schnell dunkel. Ich reite jetzt nach Cassano und dann kommen die Pferde auch schon langsam rein. Und dann kann ich schnell vorher oder nachher, je nachdem, den Transporter wieder abholen. Da sind jetzt die Winterreifen drauf. Ja, gerade Ponys rein und bei den dicken Bäuchen überall kann mir keiner sagen, dass hier irgendjemand dünn ist. Also, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Zack, zack, schnell den Transporter abgeholt. Jetzt kann es wohl losgehen. Jetzt muss ich aber mein Turnierzeug noch packen. Maya haben wir gerade schon gewaschen. Meinen Turnierschrank würde ich nicht mitnehmen. Das ist einfach zu aufwendig, das immer hin und her zu packen und so weiter. Mit den Pferden ist es jetzt irgendwie Quatsch, das jetzt für ein Tagesturnier, wenn ich jetzt teilweise auch noch ein Pferd dabei habe. Es wäre zwar irgendwie einfacher, weil ich alles drin habe. Das heißt, ich muss jetzt einmal alles umpacken, dass ich auch nichts vergesse. Aber das ist mir jetzt einfach zu aufwendig, den jetzt auch noch einzuladen. Ich wollte euch ja noch zeigen, jetzt lach nicht, Mann. Püppi, kannst ein bisschen freundlicher gucken. Was in dem Paket war. Und zwar sind das neue Decken, weil unsere ja alle durchnässt, ja genau, guckst du dir an, von der Reinigung kamen. Nicht durchnässt, sondern nicht mehr imprägniert. Und die waren dann durchnässt. Aber die Decken hier von HKM gibt es gerade noch bei Ridersteel im Angebot. Und wir haben zwei verschiedene Sorten. Ich zeige euch jetzt einmal die von der Püppi. Ihr seht, die sind alle hier mit Highneck geschnitten und die sind natürlich alle ungefüttert, weil die sind ja nicht geschoren. Da brauchen die ja wirklich nur die Regendecke gegen den Regen und nicht für die Wärme. Auch größentechnisch passt das richtig gut. Die Püppi hat ja 1,65 und die ist auch hier nicht zu eng. Also manche Decken sind ja dann hier, dass hier nochmal trotzdem der halbe Hintern rausguckt und nach vorne ist es nicht so eng. Hier kann man natürlich alles schön einstellen und passend machen. Kreuzgurte, Beingurte hier sind natürlich auch mit dran. Und Conny war total begeistert von dem wunderschönen großen Schweifplatz. Dann wird nämlich auch hier nichts nass. So, und die begeisterte Püppi darf jetzt wieder rein und weiter fressen. Georgia präsentiert euch das zweite Modell. Einmal in komplett blau. Also die anderen vier, Quatsch, die anderen drei sind alle komplett blau. Nicht so zweifarbig wie Püppis. Und die hier haben noch mal mehr denn je. Habe ich jetzt auf dem Lieferschein gesehen. Aber Prinzip ist das gleiche. Highneck, auch hier beide, habt ihr gesehen, mit schönen großen Gehfalten. Größentechnisch passt das auch hier richtig gut. 155 haben die drei anderen. Und das sitzt auch sehr, sehr gut. Ich würde sagen, das war wieder gut ausgerüstet. Guten Morgen.
Naja, ein guter Morgen ist es nicht. Das Wetter ist ungefähr so beschissen, wie es nur sein kann. Es fehlt eigentlich nur noch, dass es anfängt zu schneien. Das wäre jetzt noch das Nonplusultra. Aber ansonsten ist es richtig beschissen. Conny hat mir ganz, ganz warme Brötchen vom Bäcker mitgebracht. Die esse ich jetzt erstmal noch schnell. Dann mache ich mich fertig. Und dann geht's raus. Sina ist schon im Stall mit und macht Maya fertig. Packt noch die letzten Sachen ein. Ich glaube, ich muss noch was ausdrucken. Gut, dass ich noch mal reingeschaut habe. Ist tatsächlich so, dass wir so ein Anwesenheitsformular brauchen. Das heißt, das drucke ich jetzt noch schnell aus. Und dann muss ich noch den Pass einpacken. Und dann geht's los. Draußen kann ich jetzt eh nicht wirklich für euch filmen, weil es ist so super stürmisch. Naja, ich habe jetzt gerade noch Portemonnaie und so aus dem Auto geholt. Und jetzt laden wir gleich mal auf. Ich glaube... Ah nein, mein Jackett muss ich ganz dringend noch einpacken, das habe ich vergessen. So, Maya, bist du jetzt startklar und entspannt? Das Wetter ist es nämlich nicht. Huh? Hi. Ich nehme jetzt noch mal eine zusätzliche Arschschutzdecke mit. Kann auf jeden Fall nicht schaden, noch mehr einzupacken bei dem Wind. Arschschutzdecken habe ich jetzt hier ganz viele drin. Ich habe auch die Regendecke mit dabei. Man weiß ja nicht, wie es dann dort wird. Nicht, dass wir nass werden oder das ganze Pferd nass wird beim Warten oder so. Putzzeug, Helm, Handschuhe und so weiter, Sporen, Gerte, Sattel, Pad, Gurt, Stiefel. Mein Jackett hängt vorne. Vorderzeug und Trense. Ja, müsste ich alles haben. Wir haben es geschafft. Es waren gefühlt 50 Straßensperrungen, die wir umfahren mussten. Aber wir haben noch sehr viel entspannt Zeit. Also in einer guten Stunde geht die Prüfung erst los. Aber ich bin erst in 2 Stunden dran. Aber abgehen muss ich ja trotzdem schon mal. Maya war auch super, super brav beim Verladen, gar kein Problem, auch jetzt hier bei der Fahrt. Sehr entspannt alles. So kann es gerne weitergehen, nur das Wetter ist nicht entspannt. Und es soll dann komplett regnen. Richtig ekelhaft. Also, so habe ich mir das Turnierreiten nicht vorgestellt. Hey, es ist so stürmisch, ekelhaft. Ich ziehe mir jetzt schon mal meine Reitstiefel an und klebe mir hier 10 Wärme rein, dann sind nämlich meine Schuhe wenigstens schon mal warm, wenn wir jetzt vorgehen und so Zettel abgeben, so Anwesenheitszettel, Impfausweis und sowas, muss man ja alles zeigen und so weiter und gucken uns die Abreitesituation an, wie sie jetzt alles aufgeteilt haben und dann können wir gemütlich fertig machen. Oh, richtig blöd auch. Ich bin jetzt, naja, am Anfang ist jetzt auch zu viel gesagt, dran, aber bei der zweiten Prüfung von der Startfolge her bin ich echt am Ende. Jetzt ist man den ganzen Tag hier irgendwie in der Kälte, im Sturm. Oh, naja, ich glaube, aber vorne ist es sogar beheizt. Wir trennen es jetzt einmal hier auf dem Transporter, weil es ist einfach so stürmisch. Da will ich vor allem nicht mit einem neuen Pferd auf dem Turnier jetzt hier probieren, ob sie brav ist. Da trenne ich lieber oben oder lasse Sina kurz oben trennen, besser gesagt. Dann ist es alles entspannter. Bei der Parcoursbesichtigung vom Springpferde A hat sich Maya eigentlich von gar nichts aus der Ruhe bringen lassen. Sie hat die Bande mal kurz gruselig gefunden, das war es dann aber auch. Also ich konnte alle Sprünge hier ganz entspannt zeigen. Deswegen wollte ich auch unbedingt das Springpferde A als erste Prüfung noch mitnehmen, dass ich eben mit ihr einmal alles angucken kann, ein Gefühl dafür bekommen kann, wie sie sich bei allem verhält und so weiter. Und dann ging es auch schon in die Prüfung. Also man konnte auch ein Pferd vorher schon mit in die Halle. Das heißt, auch da konnten sich die Pferde schon mal so ein bisschen akklimatisieren mit allem und schon mal ankommen in der Aufgabe, was für die jungen Pferde vor allem, finde ich, immer sehr, sehr wichtig ist, dass sie nicht so ins kalte Wasser geschmissen werden. Ja, da wollte sie einmal die 8 anziehen, obwohl wir eigentlich die 1 anpeilen wollten. Die 1 eigentlich super fies, was ich hasse, wenn man so ewig gerade auf den Steilsprung zureitet.
Aber war alles kein Problem. Maja immer so den vorletzten Sprung so ein bisschen motiviert, dass sie da mal so los will. Aber an sich ist sie super fein in der Hand. Also es ist überhaupt nicht so, dass sie mir da reinzieht. Da haben wir schon sehr viel Dressurarbeit reingesteckt. Aber die Motivation ist auf jeden Fall da. Aber ich sag's ja immer wieder, lieber so als zu triebig. Deswegen mache ich aber hier auch zwischendurch immer mal wieder leichten Sitz, auch in der Linie vorher. Habt ihr das gerade gesehen, hier von 3 zu 4, dass ich einfach leichten Sitz weiter galoppiert bin, dass sie gar nicht dann erst so denkt, sie muss jetzt so zurückkommen, sondern habe das einfach erstmal so rausgelassen, habe sie sich selbst wiederfinden lassen und bin dann wieder weitergeritten. Dann geht es hier in die Kombination rein. Da bin ich dann ein bisschen mitgeritten, dass ich dann mit nicht zu wenig Schwung ankomme und sie dann vielleicht schüchtern wird. Deswegen klein wenig mehr Galopp da rein. Jetzt hier auf die letzte Linie habe ich schon einen Galoppsprung gespart, hätte mit ihrer Größe eigentlich noch einen Galoppsprung sparen können. Dann wäre hier der letzte nicht so klein wenig dicht gekommen, aber alles gut. Anja hat das richtig gut gemacht und war vielleicht ein bisschen übermotiviert. Ja, hallo. Wow, Maja. Kein sonderlich schönes Ambiente, aber hier habe ich kurz Ruhe. Ich bin mit der ersten Runde sehr zufrieden. Draußen am Abreiteplatz war sehr chaotisch. Nicht wegen Maja, sondern wegen allem drumherum. Aber die war echt on fire. So zwischendurch super entspannt. Mir den Sprung gesehen und hat sich gedacht, gib ihm. Und ist gefühlt die Stände ausgesprungen. Halleluja. Und nach der Runde drin, womit ich sehr zufrieden bin, weil sie ganz selbstverständlich überall durchgelaufen ist. Es ist ein bisschen doll zurzeit, also sie will ein bisschen viel hin, aber das kriegen wir auch noch besser in den Griff. Lieber so, als ich müsste sie überall drüber drücken. Und nach der Runde kam auch gleich Kaufinteressent. Ich weiß es nicht, sie gehört mir nicht. Aber nein, sollte ich ablehnen, steht nicht zum Verkauf. Aber ja, sehr happy mit der ersten Runde. Jetzt haben wir noch ewig Zeit, dass sie. Erste Runde des A-Springen läuft es immer noch, das Springpferd A. 15.30 Uhr geht SSL los. Wir gucken jetzt einfach entspannt zu. Maja steht auf dem Hänger und wir haben es gegessen. Und jetzt ziehe ich mich wieder an und es geht rein. Oder raus, besser gesagt. Nur zur Info für diejenigen, die da jetzt vielleicht auch gar nicht so in dem Game drin sind. Ich habe es vorhin schon bei der Springpferde A gesagt, mit der Parcoursbegehung. Das Ganze ist eben leider in der Springpferde L dann nicht mehr möglich. Deswegen wollte ich unbedingt das A vorher reiten. Es waren auch schöne Parcours. Im Gegensatz zu dem A war das auch ein Parcours, der eine deutliche Schippe anspruchsvoller von der Linienführung her war. Aber die Anreitewege zu 1 waren immer nicht so doll. Für junge Pferde fand ich jetzt ein bisschen schwierig, sich da immer so in Rhythmus zu finden. Aber allgemein ließ sich Maja viel gleichmäßiger reiten. Hier hat sie einmal so ein bisschen nach dem Graben geguckt, deswegen bin ich einmal mitgeritten. Denn auch hier, obwohl es jetzt eine größere Distanz war, einfach richtig tolle Technik, ganz fein sich auch wieder zurückführen lassen. Also da merkt man schon nach diesem ersten Parcours, dass sie da jetzt schon mehr Routine bekommen hat und hat sich richtig toll führen und reiten lassen. Leider kommt jetzt hier so ein kleiner Ups-Moment. Da seht ihr eigentlich so ein typisches Ding wie im Training, was ich euch da gezeigt habe, wenn das ein einzelner Oxer gewesen wäre. Würde ich sogar sagen, da hätte ich sie drüber gedrückt. Ihr habt gesehen, ich habe dann noch die Beine dazu gemacht, aber hat sie sich einfach nicht reingetraut, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber jetzt kommt der Part, weshalb das Ganze dann auch ohne Wertung in der Ergebnisliste stehen wird. Ich habe mir einfach sehr viel Zeit gelassen. Also ich habe sie da einmal im Schritt reingehen lassen. Das war ja im Grunde die gleiche Linie wie im A vorher, aber jetzt eben als Ochser-Steil auf einen Galoppsprung und im Ochser vorne auch diese weiße Planke mit drin. Das wirkte schon relativ wuchtig. Und das war auch dieser Moment. Jetzt bin ich hier ein bisschen mitgeritten und da war das auch gar kein Problem. Hinten traut sie sich auch ganz fein raus. Es ist nicht so, dass sie dann klemmig ist oder so. Gleich erstmal hier ein bisschen loben, entspannen wieder, direkt das Positive bestärken. Und dann ging das auch in einer ganz feinen Manier wieder zu Ende. Also für ihr erstes Springpferde L hat sie das wirklich ganz, ganz toll gemacht. So ein kleiner Moment ist überhaupt nicht schlimm. Viel wichtiger ist, was sie daraus gelernt hat und wie viel besser jetzt schon die Rittigkeit hier im Gegensatz zum vorherigen Springen war. Also darauf lässt sich aufbauen und es macht einfach riesig Spaß mit ihr. Aber ich sage gleich noch ein paar Worte zu der Prüfung an sich. Und mittig
Also hoch geht irgendwie besser. Was für ein kalter Tag. Alter Schwede, wir waren so durchgefroren, weil wir so lange warten mussten, bis dann das L-Springen ja noch kam. Es war unnormal kalt. Aber das L-Springen ging super chaotisch los in der Abreiterhalle. Es war wirklich, dafür finde ich gar keine Worte. Das war so chaotisch, so hektisch und so überfüllt, weil es gab leider nur die Möglichkeit, die Halle zu nutzen zum Reiten, weil die andere Halle dann gesperrt wurde. Also nicht vom Veranstalter aus, sondern vom Gestüt aus. Und das war wirklich für Maya auch absolute Horrorvorstellung da. Die hat sich so, ich weiß gar nicht, wie ich das direkt ausdrücken soll, aber man hat ja angemerkt, wie angespannt sie war. Sie hat auch so innerlich so eine Panik geschoben. Also sie hat sich brav benommen, die hat nichts gemacht oder so. Die hat ein, zwei Mal so einen Hintern gehoben, weil ihr die Pferde zu nahe kamen. Aber die war so völlig aus dem Konzept gebracht von der Rolle. Also die braucht halt einfach so ein bisschen mehr Ruhe in allem. Sie hatte ja so nicht so viel Turniererfahrung und das war einfach alles zu viel, zu eng, zu hektisch, zu voll. Und ich konnte nicht mal zwei Runden am Stück traben. Nicht mal das ging, weil immer was im Weg war. Also man konnte auch nicht an den Sprüngen ordentlich vorbei, weil, ach nee, das war wirklich sehr unglücklich. Aber die Sprünge, die wir draußen gemacht haben, waren auch eigentlich eine kleine Vollkatastrophe, weil sie halt so von der Rolle war. Es war einfach so, ja, nee, ich finde dafür gar keine Worte. Ich habe aber dann nach dem dritten kleinen Ochser gesagt, es reicht jetzt, ich springe nicht mehr, das bringt nichts. Ich mache mir die nur noch kirrer. Der Zug zum Sprung und so, das war alles gut. Dann habe ich gedacht, nee, komm, Schluss. Sina, wir gehen raus. Und ich habe Maya dann draußen hingestellt, habe sie erstmal am langen Zügel einfach geparkt, durchatmen lassen und Ruhe in das Pferd gebracht. Und habe dann da erstmal noch ein paar Minuten gewartet, bis ich dann dran war und bin dann so, naja, eigentlich nicht so gut vorbereitet in ihr erstes L-Springen geritten. Aber anders ging es nicht. Das war die beste Vorbereitung, die ich in dem Moment hätte treffen können für sie, sie einfach erstmal wieder runterzuholen. Weil ich habe auch gemerkt, ich habe mich auch so über die ganze Situation aufgeregt. Das hat das Ganze natürlich nicht besser gemacht. Aber es war wirklich nicht optimal für junge Pferde. Ja, und deswegen sind wir dann relativ kalt reingeritten, ohne jetzt den perfekten Sprung draußen gehabt zu haben und so. Eigentlich waren die Sprünge alle nicht gut. Aber ich habe gedacht, in der Ruhe ist sie ja immer viel konzentrierter, fokussierter und vertraut mir, habe ich dann einfach mal so gehofft, sage ich mal. Ich kenne sie jetzt auch noch nicht so gut, ist ja auch unser erstes Turnier erst gewesen jetzt. Aber ich habe das halt so gespürt und dann habe ich gesagt, okay, ich reite jetzt so rein, entweder es geht jetzt oder es geht nicht. Und es ging. Und es ging sehr gut. Ich hätte nie gedacht, dass sie da so tapfer durchläuft. Ich habe nicht einen Moment gehabt, erstmal so zum Anfang des Parcours, wo ich gedacht hatte, ist es wackelig. Den Graben musste ich so ein bisschen mitreiten, weil das darf man dann auch nicht mehr abgehen vorher und alles zeigen. Deswegen wollte ich ja unbedingt auch das Springpferd A vorher reiten, dass ich da ein Gefühl für sie bekomme. Und dann habe ich da beim Graben so ein kleines bisschen mitreiten müssen, war aber auch überhaupt nicht doll, dass ich sie da rüber drücken musste oder so. Und der einzige Moment, der uns aber dann leider auch die Prüfung gekostet hat, war bei 6a beim Kombi-Einsprung. Es war Ochser steil auf einen Galoppsprung, auf zwei Galoppsprünge hätte ich vielleicht sogar gesagt, hätte sie sich noch reingetraut. Aber das war ja einfach so ein bisschen zu doll, zu viel mit dieser großen weißen Planke. Ich weiß gar nicht, ob man die auf dem Video so sieht. Das war ja so ein bisschen too much. Und also sieht man richtig, wie sie da so, aber überhaupt nicht schlimm. Das Ganze hat dann aber so viel Zeitfehler gekostet, weil ich sie dann habe hinstellen lassen, beruhigt, bin dort in Ruhe im Schritt erstmal alles abgeritten, dann entspannt wieder angaloppiert, einen ganz großen Weg wieder angeritten, dass halt die Minuspunkte ins schier Unendliche gelaufen sind. Deswegen ist das Ganze dann halt ohne Wertung gewesen, war dann einfach ein Trainingsritt. Aber außer diesem Moment, wo sie sich nicht reingetraut hat, was überhaupt nicht schlimm ist,
weil ja vor allem auch diese ganze Situation vorher eine Katastrophe war, war das so eine super Runde. Und ich bin so happy und so zufrieden und so glücklich, dass sie das so gemacht hat. Und dass auch alles so selbstverständlich war ansonsten. Das ist wirklich toll. Witzigerweise kam danach gleich wieder jemand, der sie kaufen wollte. Aber ich habe mit den Züchtern dann auch schon gesprochen und sie ist nicht zum Verkauf. Aber das war irgendwie schon witzig. Ja, wie gesagt, ich bin sehr happy, sehr durchgefroren. Ich warte jetzt auf Alex, der macht gerade nur Sport, dass wir was Abendessen können. Und dann falle ich ins Bett, weil das Wetter hat immer so, ach, nee, das raubt immer so den letzten Nerv. Naja, morgen geht es aber weiter zum Turnier. Morgen mache ich, glaube ich, auch noch hier mit in den Vlog rein. Geht's mit Pippi und Cassano los zu einem M&S-Springen. Also das S-Springen ist so von der großen Tour da. Das laufen beide, aber ich wollte mit beiden vorher einmal ein Trainings-M mitreiten, weil sie jetzt auch eine Zeit lang Pause hatten. Und deswegen ist so der Plan. Auch wenn es ja nachher zum Turnier geht, kommen natürlich die Pferde erstmal raus. Aber ihr merkt schon, das ist immer noch sehr windig, eklig, grau und aber egal. Boxen sind gemistet soweit. Ich streue jetzt noch was ein und dann hole ich Pippi und Cassano und wir waschen die beiden. Also nur Füße sauber machen. Ich hoffe ja nicht, dass sie sich jetzt in den Modder gelegt haben, aber die haben ja Decken drauf. Und dann muss ich noch ein bisschen was packen an Sattelzeug und so weiter und dann geht's los zum zweiten Turniertag. Ah, und wie das so zwischendurch manchmal bei uns aussieht, wenn Alex ein bisschen übermotiviert ist beim Mistplatte schieben, zeige ich euch jetzt mal. Und die Zeit, wenn ich jetzt nicht in der Halle reiten kann, wenn ich dann auf Turnier bin, wird sinnvoll genutzt. Und wir haben hier den Sprenger aufgestellt. Also je nachdem, entweder machen es eben mit der Hand oder mit dem Sprenger, aber beim Sprenger muss man eben immer wieder umstellen. Man kann aber nebenbei arbeiten, aber mit der Hand geht es an sich schneller. Also das ist halt, ja, mal so, mal so. Wir haben hier eine improvisierte Waschstation, weil beim richtigen Waschplatz die Pumpe kaputt war und jetzt vor dem Winter haben wir gesagt, das ist Quatsch, müssen wir die nicht erneuern. Machen wir dann zum Frühjahr, weil wir sie jetzt eh hätten abstellen müssen. Aber daran hat sich nichts geändert. Nach wie vor ist diese Coconut Wasch- und Pflegeserie absoluter Favorite und Glücksbringer fürs Turnier. Es gibt kein anderes mehr, was ich bestelle, immer nur noch das. Gut schaust du aus, meine Maus. Füße sind sauber und Schweif haben wir jetzt nicht gewaschen. Wo ist denn mein Schweif? Okay. Da tricksen wir jetzt einfach mit einer großen Menge an. Glossspray, weil dreckig sind die nicht. Das ist jetzt Quatsch bei der Kälte. Deswegen machen wir einfach davon großzügig was rein und dann passt das. Ab auf dem ersten Pferd und wir sind gerade noch komplett alleine in der Abreiterhalle. Auch ganz entspannt, da kann ich hier alles schon mal zeigen. Auch nachher für Puppy werden hier die einzelnen Plakate bestimmt ein bisschen spannend werden. Sie hasst sowas nämlich. Auch die Bande drin kennt sie ja gar nicht so geschmückt. Also wird das schon eine Herausforderung. Und Cassano ist es ja tatsächlich für uns beide jetzt das erste Hallenturnier, fällt mir gerade mal so ein. Wir sind ja bisher nur draußen geritten. Bin mal wieder dick eingemummelt. Hier beim Reiten kann ich dann gleich eine Jacke ausziehen. Aber so fürs Schrittreiten ist es noch ganz angenehm, noch den dicken Parker drüber zu haben. Da bin ich ja echt eine kleine Frostbeule. Was aber richtig gut gemacht ist hier, für die Helfer, die dann warten, ist hier einmal so ein Heizstrahler aufgestellt und alles ein bisschen abgegrenzt, was natürlich sehr praktisch ist bei der Kälte. Und man hat hier immer direkt einen Überblick über dann Startliste und wer gerade dran ist und drin ist und so weiter. Das ist hier immer sehr, sehr übersichtlich. Da braucht man dann nämlich keinen Vorstarter mehr, sondern das läuft alles über ein Programm.
einem Springen jetzt vorher, vor dem S-Springen, wollte ich mit beiden auf jeden Fall reiten, dass ich so einen Trainingsparcours nochmal vorher habe, da wir jetzt auch so ein bisschen Turnierpause hatten und zu Hause jetzt nicht die Möglichkeit haben, in der Halle solche Parcours zu trainieren, weil mir das einfach wichtig, das nochmal mitzunehmen. Da ging es jetzt einfach darum, wirklich eine schöne, rhythmische, gleichmäßige Runde zu drehen. Und das hat Cassano vom Allerfeinsten gemacht. Und wenn man jetzt mal die ersten Turniere bedenkt und im Hinterkopf hat, im Vergleich zu dem Parcours hier, er ist so viel feiner und rittiger geworden. Also er lässt sich inzwischen so toll führen und reiten. Er ist so fokussiert, aufmerksam, aber findet sich selbst auch viel schneller wieder. Also es gibt kaum noch Momente, dass er mal so ein bisschen reinzieht und die Balance so ein bisschen verliert. Er findet sich ganz schnell, ist super aufmerksam, immer am Schauen und ganz geschickt am Sprung. Das macht wirklich Freude mit ihm. Auch wenn es jetzt hier eine größere Distanz war, wie zu dieser Tribbelbache, danach wieder hingesetzt, einmal aufmerksam gemacht, hier zum Graben hin, wieder geschlossen, locker weiter galoppiert über den letzten ins Ziel. Und damit war er sogar platziert mit dieser schönen, lockeren Trainingsrunde am Ende. Und wie gesagt, für die Püppi war das das gleiche Ziel. Ich hatte draußen ein sehr gutes Gefühl. Sie sprang auch eine sehr, sehr gute Runde. Ich habe es schon auf Instagram gesagt, es gab nur einen kleinen Rümpler hier in der Kombination. Werdet ihr ja gleich sehen, da müsst ihr mal drauf achten. Aber erstmal ging es mit ihr darum, schön locker zu reiten. Trotzdem ist bei ihr so ein bisschen mehr Angriff mein Ziel gewesen. Gar nicht jetzt wegen der Prüfung an sich, sondern weil ich sie eben ja da auch trainieren möchte, dass sie schön aufmerksam ist, auch wenn ich mal ein bisschen enger rumreite. Das war aber im Endeffekt, glaube ich, auch so ein bisschen der Knackmoment dann für die zweite Kombination. Also hier alles fein, ganz aufmerksam, schließt sich schnell wieder, hinsetzen, flüssig weiter, nicht verzuppeln. Und jetzt hat sie diesen kleinen Guck-Moment hier im Absprung und zieht so rüber und verstolpert sich deswegen hier drin. Aber einfach weiterreiten, nicht drauf eingehen und dann ist sie eine tolle Runde zu Ende gesprungen. Richtig schade gewesen. Sie hat ja so ein bisschen die Tendenz, nach rechts zu springen. An sich hat sie das gar nicht gemacht, den Parcours über. Sie war richtig mittig immer, aber von der Bande da war sie doch sehr irritiert, nicht orientiert. Und das war einfach richtig ärgerlich. Außer dann die Ritte war jetzt außenrum nicht so viel zu filmen, weil wir dann immer wieder Pferde schnell wechseln mussten und umsatteln und das nächste. Da war einfach jetzt nicht die Zeit. Dann war es kalt, windig und am Ende ja auch noch dunkel. Also da war jetzt irgendwie gar keine Situation, die das hergegeben hätte. Und als wir dann fertig waren mit Reiten, ging es mir nicht so gut. Also ich hatte den ganzen Tag schon so Kopfschmerzen und beim Autofahren wird mir auch immer schlecht. Und dann, mir ging es echt nicht so prickelnd, dass ich dann noch irgendwas gestern hätte hier direkt als Fazit sagen wollen. Deswegen mache ich das einfach jetzt. Und filmen dann direkt weiter für den nächsten Turniervlog heute. Aber den seht ihr dann nächsten Samstag. Ja, gestern war es ja ein bisschen lustig gewesen dann noch. Es mit Püppi gab es eine kleine akrobatische Einlage. Die Kombination vom M-Springen, wo sie ja diesen kleinen Rumpler da hatte, war exakt genauso wieder drin als 3AB diesmal. Und da dachte ich schon so, okay, kann eigentlich nicht gut werden. Weil sie ist dann halt auch jemand, die kurz mal ein bisschen schüchtern wird. Aber das war zum Glück nicht. Die hatte trotzdem wieder so diesen Moment am Einsprung, wo sie so ein bisschen rübergezogen hat und war so leicht an der Ochserstange hinten dran. Aber nur so ganz, ganz leicht. Und hat dann zum Glück sofort reagiert, also hat nicht den Fehler nochmal gemacht, aber hat mir so einen Schlag in den Hintern gegeben, dass es mich voll aus dem Sattel gehauen hat. Und bis mir das passiert, muss das schon echt sehr überraschend gekommen sein. Und ja, naja, es sah ein bisschen lustig aus. Ich habe davon auch einen kleinen blauen Nagel davon getragen. Aber wir sind ja null zu Ende geritten. Also ich war dann auch noch platziert. Ich glaube, 11. oder so war sie dann am Ende noch. Also hat sie da wenigstens noch eine Schleife mit nach Hause bringen können. Ich kann nicht mehr sagen, ob es Schleifen gibt. Ich weiß es nicht. Ich glaube doch. Kann ich mir, glaube ich, abholen. Naja, egal.
Und Cassano war die Konzentration sowohl bei ihm als auch bei mir nicht mehr so die beste dann gewesen. Ich bin generell eigentlich niemand, der gerne abends reitet. Aber ja, er war körperlich, so kraftmäßig noch voll da. Das war gar kein Problem. Er ist auch ganz, ganz toll gesprungen. Aber ja, man hat gemerkt, schon beim Abreiten draußen war das Mentale nicht ganz so. Und drin war dann auch bei mir irgendwie, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich war noch voll in der Linienführung vom M-Springen drin nach, was war das dann? 5 AB. Obwohl ich ja schon die Püppi vorher geritten bin im S. Völlig Banane. Keine Ahnung, ist mir noch nie passiert. Aber ich habe dann völlig siegessicher eine Wendung geritten, obwohl ich hätte einfach nur geradeaus auf die 6 zureiten müssen. Aber vorher war das halt so, dass ich nach links wenden musste nach der Kombination. Das war bei mir komplett drin im Kopf. Richtig dumm. Aber wir hatten vorher ja einen leichten Abwurf. Deswegen war das zum Glück nicht ganz so schlimm. Ansonsten war das vom Springen her wieder eine sehr, sehr gute Runde. Super ärgerlich. Das wäre wirklich noch nie passiert. Aber sag niemals nie. Ich hoffe, es passiert nicht wieder. Und dann geht's heute nochmal los mit den beiden. Und jetzt haben sie jeden Tag nur noch ein Springen. Also jeden Tag, aber immer wenn sie mitfahren, haben sie nur ein Springen. Heißt also, heute haben beide ein S-Springen heute Abend. Und da werde ich euch, wie gesagt, beim nächsten Vlog direkt mitnehmen. Jetzt blende ich euch erstmal noch die Ritte vom S ein, von beiden. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt noch hier das S-Springen für beide. Also von den Linien her und so, das war wirklich ein schönes, einladendes erstes Springen jetzt hier von der großen Tour am Wochenende. Das war einfach schön zu reiten, muss man wirklich sagen. Blöd für die Püppi war jetzt, dass genau die gleiche Wendung hier zu der Kombination wieder war. Da war ich natürlich so ein bisschen drauf gefasst und bin schön mitgeritten. Und jetzt, zack! Hat mich da einmal kurz aus dem Sattel gehauen, weil ich ein bisschen zu viel Druck gemacht habe und sie sehr, sehr gut reagiert hat. Aber wir haben uns nicht irritieren lassen, bin einfach meinen Stiefel weitergeritten. Und zum Glück haben die Steigbügel, das kann ich jetzt sagen, die ich neu habe, sehr guten Grip und haben mir da den Arsch gerettet. Ja, wir sind dann eine schöne Nullrunde zu Ende gesprungen und auch wenn ich es jetzt überhaupt gar nicht drauf angelegt habe, schnell und eng zu reiten, hat es dann tatsächlich trotzdem noch für eine Platzierung gereicht, weil ich einfach schön flüssig durchreiten konnte. Ich glaube, Platz 11 war es dann am Ende, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und damit war ich mehr als zufrieden. Vor allem nach diesem akrobatischen Highlight an 3B. Ja, Cassano habe ich euch ja schon gesagt, dass das nicht so meine Glanzleistung war. Draußen hatte ich zwar vom Springen her, also auch drinnen, ein sehr gutes Gefühl. Da war jetzt nicht so, dass er kraftlos war oder so, gar nicht. Aber wie gesagt, die Konzentration war nicht so ganz da, aber auch bei mir nicht, muss man einfach so sagen. Sonst wäre das dann hier auch nicht passiert. So, ging aber erstmal sehr gut los. Er hat wirklich noch viel Schmackes gehabt. Daran hat es überhaupt gar nicht gelegen. Jetzt auch hier die 4, da hat er so einen kleinen Rümpler gehabt. Also wirklich so eine leichte Stange, die einfach aber von vorne so angeschlagen war, wo er an sich einen tollen Sprung drüber gemacht hat, aber so ganz kleines bisschen spät in der Vorhand war. Ja, und ihr seht, wie siegessicher ich hier nach links reite. Wahrscheinlich hat auch der zweite Reiter gedacht, oh Gott, was macht sie denn jetzt hier? Bis ich dann gecheckt habe, scheiße, die 6 ist ja geradeaus zu reiten. Ist ja nicht so, dass ich gerade schon den gleichen Parcours geritten bin. Wow. Naja, aber dann einfach konzentriert zu Ende geritten und auch wieder mit schönem Rhythmus hier Fluss mitgenommen, nicht ins Zuppeln gekommen, was ich ja gerne mal mache. Das war alles überhaupt kein Thema. Auch hier wieder schön sicher die letzte Linie nach Hause geritten. Naja, da bleibt mir nichts mehr zu sagen. Und dann sehen wir uns am Mittwoch zu einem neuen Video wieder. Ich kann euch noch nicht sagen, was das wird, habe ich nämlich noch nicht gedreht. Lasst euch überraschen. Und dann Samstag gibt es den neuen Turniervlog. Bis dahin. Tschüss.